Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Unser Weg führt uns heute in die bizarre Höhle, beziehungsweise in den Geheimgang, denn dort warten noch zwei legendäre Pokémon auf uns. Ja, uns fehlen ja bald mehr legendäre als normale Pokémon, deswegen müssen wir da mal ein bisschen zulegen. Ein legendäres pro Part, das ist wohl nicht ausreichend. Hallo, Owei? Hallo, Owei! Mensch, schön, dich zu sehen. Ich habe dich auch auf meiner Liste, und zwar Route 206 morgens. Ist es hier Route 206? Auf jeden Fall wirst du unserer Sammlung angehören. Das finde ich schon mal sehr gut. Kokowai haben wir schon. Aber hier die einzelnen Eier, unser Frühstücksei. Und das eine sieht aus, als wäre es schon halb Rührei, ja. Auf was steht ihr am meisten? Spiegelei oder Rührei oder... Tell me something. Da setzen wir Flottball ein. Ja, also so Leathercase mit Spiegelei, das mache ich mir schon gerne. Will dieses Ei mich veräppeln? Wortwitz. Will dieses Ei mich veräppeln? Na gut. Das fing schon mal gut an. Ich will mich eigentlich nur zur bizarren Höhle begeben, aber da drängelt sich eins der wenigen fehlenden Pokémon vor. Ich krieg die Krise. Hör auf mit deinem Blödsinn da. Druckschlag! Oh, wow, wow, wow. Vor allen Dingen, das eine Ei ist immer so schon ziemlich kaputt, ne? Kein Wunder, wenn man immer so rumeiert. So. Nimm dies. Zap, zap. Eins. Zwei. Drei. Vier. Klasse, Owei wurde gefangen. Owei, Owei, Owei. So. Die sechs Eier kommunizieren telepathisch, werden sich trennen, finden sie sich schnell wieder. Telepathisch? Okay. Also die Übereier. Das ist ja toll. Ich sollte vor allen Dingen Sherox mal genesen lassen. Hallo, Ponita, mein Hübsches. Darauf reiten, das kann schon ein bisschen unterm Hintern warm werden. Jedem wie er mag. Dülülülü. Komm, lass mich in Ruhe. Ich wusste es, dass da noch ein Viech kommt. Dudududu. Ein wildes Dodo erscheint. Los, Edelwoltek. Du könntest es brutzeln, aber... Gnade vor Recht, ne? So. Haben wir denn noch irgendwelche komischen Beeren? Gegen Paralyse, Vergiftung, Verbrennung, Frost. Hyperheiler halt. Dann setz ein Hyperheiler ein. Da haben wir noch ein paar. Da wollen wir mal nicht geizen, ne? Bizarre Höhle, Geheimeingang. Und er ist right here. So. Kumpels und Kumpelinen. Hier finden sich zwei legendäre, und zwar Mewtwo und Rayquaza, sondern Deoxys war's. Die beiden befinden sich hier. Ich mache mal hier mit euch einen Test. Drei Pokémon. Das erste war Frostedje. Das zweite ist Frostedje. Man glaubt es kaum. Bam, 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 bam. Komm schon. Und das dritte erleben auch noch zusammen, denn beide haben eine 1% Fangrate. Ja, mach oh mein. Gut. Ich werde mich also auf die Suche nach Mewtwo und oder Deoxys begeben, die sich hier in dieser Höhle befinden. Und sobald ich die gefunden habe, sehen wir uns wieder. Okay, da drängelt sich noch jemand vor. Hallo, Dragoran. Mensch. Du auch hier? Das Witzige ist ja, ich habe ja schon ein Dragonier heute vorbereitet. Also wir haben mit Dragonier gefangen auf Level 81, glaube ich. Und den haben 25.000 EP gefehlt und den habe ich hochgelevelt mit einem EP-Teiler. Und da wollte ich den mit euch nachher entwickeln, aber hier ist ein fertiges Dragoran. Zwar nur auf Level 60, aber das ist dem Pokédex-Schnurz. Dann wollen wir es mal probieren. Bam. Dragoran. Mich würde es echt mal interessieren, ob das auch so geht. Hier, bam. Mhm. Eins, zwei,
3. Uah! Dragoran wurde gefangen. So sieht's aus, Freunde der Nacht und der modernen, gepflegten Unterhaltung. Na, 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 na. Ein Finsterbalken, das ist in dieser Situation nicht schlecht. Man sagt, es lebe in den Meeren. Es bringe Schiffbrüchige sicher an Land. Einiges zu tun. Wurde ja auch in der Pokémon-Serie in einer der ersten mit dem Leuchtturm da als gigantisches Pokémon hingestellt. Cool, das wäre Dragoran. Jetzt suchen wir mal die, auf die wir es wirklich abgesehen haben. So, hat heute ein bisschen länger gedauert, aber da haben wir ihn, einen Mewtwo auf Level 70. Das ist ja richtig originalgetreu, wie in den guten alten Pokémon-Editionen. Rot, Blau, Gelb, Grün, Feuerrot und Blattgrün. Wo man ebenfalls Mewtwo auf Level 70 gefunden hat. Das war damals der Oberbrecher und hier heute im modischen Dunkel-Lila vorhanden. Ja, das ist Style, ja. Also ich muss immer wieder dazu sagen, die legendären Pokémon in Bloody Platin, die haben so eine mysteriöse Dark-Farbgebung, aber ich mag es persönlich nicht, aber ja, nehmen wir es, wie es ist. Oh! Oh nein, es wird ihn besiegen. Zerschneider. Wohl nicht. Na gut. Es paralysiert. Es kann nicht angreifen. I'm very sorry for that, little Mewtwo. I hope you like it. Oh, Krafttausch. Er tauscht Angriff und Verteidigung des Gegners mit mir. Wow. Nee, Angriff und Spezialangriff. Es kommt immer drauf an, was auf was er gerade Bock hat. Glaube ich zumindest. So, Little Mewtwo has only one KP left. KP. So. Nehmen wir mal Hyperball. Und komm schon. 1, 2, 3. Manchmal läuft es mir zu glatt. Jetzt mache ich mal was, weil ich es immer vorgeworfen bekomme und das regt mich auf. Cheatliste, hier haben wir die Cheatliste, ja. Ich habe sogar noch Arceus drin, guck mal. Nationaldex ist einfach nur, dass ich vor der Pokémon-Liga schon alle Pokémon, ne, hatte, weil beim originalen Platin hat man da so einen Sinnoh-Dex, aber man konnte ja schon die Pokémon von Kanto und so fangen. Und das ist alles. Ich habe nichts an, ich schwör's bei Gott und Gottes Namen. Ich kann es euch von mir aus bei jedem Pokémon, was ich fange, zeigen, aber weil das hier mit Dragoran, das war eigentlich, das wollte ich extra vorher werfen, eben bei Dragoran, damit der aus dem Pokéball wieder rausspringt, aber Overhead zum Beispiel ist vorhin rausgesprungen. Also ich schwör's, von mir aus ist da irgendwas faul, aber ich benutze keine Cheats. Ich wollte es gesagt haben. Die Gene von Mew wurden neu angeordnet, wodurch dieses Pokémon entstand. Es hat ein wildes Herz. Was heißt ein wildes Herz? Schlägt es dann so. Okay, Freunde, dann suche ich noch nach Deoxys. Deoxys, das außerirdische Pokémon. Tja, der ist ja schon ein bisschen mysteriös. Da gibt es, glaube ich, auch die Filme, wo er irgendwie aus dem Weltall kommt. Und das ist ganz gefährlich. Hat mich nie so wirklich beeindruckt. Der kann sich auch oft verwandeln und so. Der taucht doch in Feuerrot und Blattgrün irgendwie auf. Also, das Ganze ist sehr mysteriös, aber wir schlafen ein und fangen es ein. Es hat irgendwie so Arme und es kann sich nur mal... Ja, es kann sich wirklich so richtig mit mehreren von seinen komischen Schlangenarmen und so... Das kann schon gruselig sein, aber tut mir leid, bei uns hat das keinen Stellenwert, mein Freund. Du wirst dich neben Radfratz und Hopspross einreihen müssen, ja, weil du bist ein Lappen. Aber immerhin ein wiederverwendbarer. Nee, auch nicht. Du bist einmal Benutzung. So, dann nehmen wir Finsterball. Haben wir nur noch so wenig, ey. Regt voll auf. 1, 2, 3, 4. Klasse, die Deoxys wurde gefangen. Ein Deo. Na 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 na. Hast du mal ein Deo, Deo, Deo? Ein außerirdischer... ein außerirdischer Virus kam mit einem Meteor auf die Erde. Seine DNA mutierte. So entstand Deoxys. Mhm. Port 14. Box 14. Was laber ich? Nichts wie raus hier! Bam, bam. Na gut, bringen wir uns in Sicherheit. Wir sehen uns dann. So, 2 legendäre Pokémon haben wir schon und deswegen reicht das vielleicht erstmal für diesen Part und für die anderen Waschlappen, denen wir uns jetzt zuwenden.
sollten wir Xerox vorne wohl behalten. Das dürfte reichen, aber sehr beunruhigenderweise schon wieder die Hyperbälle gehen zur Neige. Oder generell die Bälle. Was können wir denn verkaufen? Guck mal. Haben wir denn irgendetwas Unbrauchbares, was wir verkaufen können? Wie viel... Oh! Dafür, dass wir es eh nicht benutzen können? Hä? Komm, wir probieren nochmal irgendwie das zu benutzen, aber der Level ist schon zu hoch. Deswegen kann man das wohl ausschließen. Xerox, noch ein paar KP? Ja? Wie sieht's aus? Nee, die sind schon vollkommen. Das ist halt... Gut, dann verkauft den Blödsinn. Willkommen, verkaufen. Tja, es tut irgendwie in der See. Oh, geil, ey. Oh, Geld, geil. Ich hab die Dollarzeichen im Auge gerade. Poké-Dollarzeichen habe ich im Auge. Ja, dann nehm halt. Ja, also. Hat man sich doch schon wieder die Pokémon-Liga gespart. Guck mal, 100.000 bald, ey. Na also. Wo hängt's? So. Tja, und der Rest, den lassen wir halt mal. Ja. Das ist schon klasse. Da können wir uns auf jeden Fall wieder Hyperbälle kaufen. Wie viel hättest du denn gerne? Nee, das vielleicht... 81? So viele Pokémon haben wir gar nicht mehr. Machen wir 51, so. Da können wir irgendwann bei Z immer noch Finsterbälle oder so kaufen. Mal gucken, wie es dabei aussieht. Ich zeig's euch mal. Pokébälle. Na, 3 Finsterbälle. Das ist nicht schön. Luftbrief Heilball. Mann! Wo sind denn die blöden Bälle? Mensch, ich kann mir das nie merken, verdammt. In jeder Stadt sind verschiedene Bälle zu Haus. Das hat mir eine Abonnentin in der Tat auch mal aufgeschrieben. In welcher Stadt welche Bälle sind, aber glaubt ihr, ich kann mir das merken? Und vor allen Dingen, glaubt ihr, ich kenne den Unterschied zwischen Pokémon-Supermarkt und Pokémon-Center? Scheinbar nicht. Komm schon. Vielleicht sind hier die Finsterbälle oder was anderes hier so. Vor allen Dingen ist der Markt da unten, alles klar. Jupp, rein mit dir. Wehe, wenn nicht. So, nee. Nee, sieht nicht so aus. Und du? Ein Luxusball. Oh, den brauchen wir ja so dringend. Ich biete meinen Pokémon keinen Luxus und keinen Komfort. Sie sollen wie ein 100 Zwinger nebeneinander. Oh Gott, da gibt es ja wirklich irgend so eine komische Organisation, die schon wieder gegen Pokémon... ist es nicht sogar Peter mal wieder? Die irgendwie gegen Pokémon was gehabt haben. Und zwar haben sie... Ja, vielleicht habt ihr es inzwischen irgendwo anders gesehen, aber ich habe es schon weit vorher gesehen, bevor es irgendjemand anders gebracht hat. Sag ich mal so, weil das kommt bestimmt doch irgendwie... Was ist denn das? Ein Klebunkel. Aha. Vor allem den Klebunkel fehlt uns noch. Oh, geil. Da bin ich richtig. So. Die Peter-Organisation hat mal wieder, glaube ich, zugeschlagen. Wenn nicht, dann war es eine andere, aber auf jeden Fall... Schon wieder einiges los da. Von wegen hier, Pokémon ist voll ungesund und man fängt diese armen Viecher und das ist... Ja, die Kinder sollen das nicht lernen und... Bläh. So. Ich wollte auf Route 204. Nord. Da geht's weiter. Wir haben morgens... Ich habe die Uhr umgestellt auf 8.40 Uhr morgens, damit wir morgendliche Pokémon einkassieren können. Das haben wir mit Owei ja schon getan. Warte mal, ich guck nochmal, was steht denn bei Owei? Route 206 ist ja, das muss die gewesen sein. Und hier ist Route 204 morgens. Und wir speeden wieder ein bisschen. Und zwar suchen wir nach wem suchen wir denn? Knilz. Knilz, Route 204, Nord, morgens 10%. Das trifft jetzt alles zu. Und deswegen kämpfe ich mir hier zwischen irgendwelchen Konkurs den Weg frei zu Knilz, hoffentlich. Hallo Tangela. Dem seine Weiterentwicklung haben wir doch gefangen im letzten Part. Ah, oh, was für ein Vieh. Ja, es kann sich nur um Jahre handeln. Knilz, kommst du? Es ist morgens, es ist die Route 204, es ist der Norden. Ja, stellt euch das Ganze mal ohne Speed vor. Ich meine ja nur so.
Das würde voll an nerven. Knilz, kannst du mal kommen? Ich habe extra für dich eine Shopping-Tour gemacht. Alter, was ist jetzt schon wieder los? Oder ist 8.40 Uhr nicht mehr morgens? Ledian. Okay, interessant. Haben wir den nicht auch hier gefangen? Morgens? Wenn ich was falsch mache, dann sagt mir Bescheid. Noch 10 Pokémon mache ich mit euch zusammen. Da es eine Wahrscheinlichkeit von 10% hat, muss es eigentlich in der Zeitspanne aufkreuzen, oder? Ich habe mir was falsch aufgeschrieben. Das wird, glaube ich, die Nummer 3 hier schon Logo. Rosselia. Tja, habe ich wieder irgendetwas falsch gemacht? Sechstes Pokémon, Rosselia. Das ist nicht wahr hier. Da lass mich doch der Affe am Bein. Was geht denn ab? Route 204 morgens. Nord. Ja. So, alles der Fall. Noch 3 Pokémon, gucke ich nach. Damals. Ich habe schon angefangen zu zweifeln. Weil mein Freund hier, du bist ein bisschen sehr. Kommst ein bisschen sehr selten hier. Knilz. Wie die alle mit Paralyse abgehen. Was habt ihr alle davon, meinen Sherlock zu paralysieren? Okay, wäre ich an Knilz Stelle, würde ich das wohl auch probieren, damit er uns möglichst nicht. Ja. Dazu verleitet, in den Pokéball zu verschwinden oder zu verletzen. Also eigentlich ist die schlauste Variante, aber es nervt mich. Da, Knilz wurde gefangen. Okay, ich gucke hier als auf meinem. Weil ich würde sagen, dann machen wir heute die ganzen Pokémon, die man nur morgens fangen kann, fertig. Es setzt an seinem Kopf Giftsporen frei, werden diese eingeatmet, verursachen sie Schmerzen. So, da haben wir noch einen morgendlichen, Overhead haben wir doch schon. Ich guck mal, Route 204, Kühnheitsufer, haben wir noch was? Eiseninsel, Route 207, Kraterberg. Alte Villa Speisesaal. Da sehe ich was. Alte Villa Speisesaal. Gleich 2 Stück. Warte mal. Wir sind doch hier direkt. Wir sind doch in der Nähe, oder? Ja, komm. Da mach mal keinen Fass auf. Es sei denn, da kommt mir noch so ein. Ach, jetzt kommt noch ein Knilz direkt. Na, oh, habt ihr es gesehen? Vor allem ein schiefes Face. So. Obwohl, die. Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo ist die Villa, die ist im Wald? Und der Wald ist doch. Naja. Okay. In der Villa gibt es gleich 2 fehlende Pokémon. Ja, dann tun wir das jetzt beenden. Das ist kein Ding. Aha. Ich will nämlich folgendes. Bam, 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 bam. Haben wir so viele Items, Topschutz. Aber erst, wenn wir ins Gras kommen. Oder ins Gras beißen. Ne? Topschutz. Her damit. Oh ja, Freunde, wir sind auf der absoluten Zielgeraden und werden alle Pokémon einkassieren. Wir sind ja schon lang genug unterwegs, oder? So, da sind wir im Wald. Jo, jo. So, mit Topschutz macht es ja richtig Spaß hier. Durchzuflitzen. Gleich nicht mehr. Ja. Komm schon. Ja. Obwohl, da sind noch 4 Büsche. Werden wir diese 4 Büsche überleben? Das ist die Frage des Jahrhunderts. Es waren sogar 7. Alte Villa, Speisesaal. Das war doch der oben, oder? War da unten? Ne, ich glaube eigentlich oben. Nebulak. Gengar haben wir auch einkassiert, irgendwo anders. Ich glaube, der Turm der Ruhenden. Ich komme langsam durcheinander. Oh, lass mich doch mal in Ruhe, ich bin doch noch gar nicht da. Da, zack. So, Speisesaal. Nein, der ist unten. Er macht auch mehr Sinn, wenn man so überlegt, inzwischen Speisesaal, Erdgeschoss, logisch. So, wen ich jetzt hier gleich. Finden wir auch mal das kleine Mädchen. Hier gibt es wirklich so einen Geist vom kleinen Mädchen. Und, ja. Sollte vielleicht eine Vorlage werden zu Creepypasta, aber. Ich denke mal eher, das ist wirklich. So gedacht. Hier tauchen halt irgendwie eher wenig Pokémon auf.
Und vorwiegend Nebulak, Alpolo und was dazugehört. Wen suchen wir? Pass auf, zum einen Schuppet. Wird er so ausgesprochen? Schuppet, ist mir egal. Ich sag Schuppet. Alte Villa Speisesaal, immer 10%. Aber morgens findet man hier auch Drifloon und deswegen machen wir beide zusammen, würde ich vorschlagen. Drifloon, das kleine Zeppelin-Pokémon, was eigentlich an einem bestimmten Werktag auch immer aufgetaucht ist vor dem Windkraftwerk. Müsste jetzt eigentlich immer noch der Fall sein, oder? Das hätte ich mal vorher auschecken sollen. Auf jeden Fall suchen wir jetzt hier nach denen. Jeweils 10%, das heißt, wenn mit 20% Rate, dass ein Pokémon kommt, das uns fehlt. Bislang habe ich aber mehr Pech als Verstand. Haha, ist ja gar nicht schwierig. So. Ja, Mann, diese Nebulax und Alpolos, ey. Ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles alte Villa. Ich guck mal durch. Ne, rechte Abstellkammer. Zwirtlob, 6%, aber die Prozentrate ist mir zu wenig. Nee. Morgens. Nur morgens kommt Drifloon. Boah, Mann. Ich falle ja immer vom Glauben ab. Das war eben bei Knilz ja auch schon. Aber das ist schon ein bisschen extrem. Komm schon. Das ist echt fies, was ihr hier anstellt. Es tut mir auch leid, Leute. Ich kann ja nichts dafür. Was soll ich denn tun? So, ab hier durch die Büsche. Nap, nap, nap. Blum, blum. Ich sag euch, Kinders, hier macht man was mit. Ey, was ist denn das? Jetzt regt ihr mich auf. Schuppet! Drifloon! Wenigstens einer von beiden. Guck mal, nur Nebulax. Diese blöde Villa. Ja, Alpolo. Toll. Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht. Gehen wir mal hier so lang. Ich glaube zwar nicht, dass es was bewirkt, aber hey. Man kann es probieren. Es geht einem voll auf die Schnürsenkel. Ey, immer dieselben. Soll ich schneiden, bis einer kommt? Das ist doch nicht wahr. Bei jeweils eine 10% Rate. Da muss es doch funktionieren. Wir sind im Speisesaal. Alte Villa, Speisesaal. Hier wurde schon königlich gegessen und getrunken. Sind hier noch Flecken drauf. Vom letzten Rotwein. Okay, 10 Pokémon ab jetzt zusammen. Der Countdown. 1. Nebulak. Völlig überraschend. Jo. Zweites Pokémon Nebulak. Wow. Noch gar nicht gesehen. Drittes Pokémon Nebulak. Na, Alpolo. Wow. So. Die Nummer 4. Komm schon, Nebulak. Okay. Stimmt schon wieder irgendwas nicht, ey. 5. Nebulak. 6. Nebulak. Das darf nicht wahr sein. Drifloon und Schuppet müssten beide hier sein. Nummer 7. Komm schon. Das ist Nebulak. Acht, Alpolo. Als gäbe es hier keine anderen, ne? 9, Nebulak. Und das letzte. Nebulak. Hä? Machen wir nochmal 5. Wir haben ja keine Wahl. Und dann hauen wir ab. Was soll ich machen? Dann informiere ich mich bezüglich Schuppet und informiere mich bezüglich, Drifloon, ob es den auch am Windkraftwerk noch immer gibt. Dann checken wir das aus. 1 Nebulak. Noch 4 Stück. Es war von Speisesaal die Rede, ne? 2. Nebulak. Mann, oh Mann, oh Mann. 3. Nebulak. Ach komm. Ja, das ist echt. Damit habe ich nicht gerechnet. 4. Nebulak. Also das kann schon gar kein Pech mehr sein,
bei einer 10% Rate, da stimmt dann irgendetwas nicht. Und ja, Alpollo. Hier sind irgendwie nur Nebulak und Alpollo. Lassen wir es halt bleiben. Es tut mir jetzt leid, es war irgendwie Zeitverschwendung. I'm sorry for that. Werde ich mich irgendwann mal so drum kümmern. Listen. So. Kraterberg. Jetzt fangen wir Gronkh. Nee, oder erst ein anderes. Warte. 207. 207. Hä? Warte. 207 morgens 10%. Okay. Wenn das für das nächste Pokémon die Voraussetzungen sind, dann sei dem so. Route 207 und wir haben morgens. So. Ach, will da schon wieder nicht. Unser Ziel der Begierde ist Mediti. Oder Metidie oder was auch immer. Er hat einen Zwiebel auf dem Kopf und ist ein Döner. Da musste ich so lachen. Also ich habe die dritte Generation ja gar nicht mehr gekauft zum Release und so. Mein Cousin hat das gespielt und ich habe es gesehen und ich sehe Mediti und sehe nur, der hat eine Zwiebel auf dem Kopf. Und ich denke mir, what the F? Ja? Das war schon echt nice. Alter, heute haben wir da echt das Pech am Fuß kleben. Was ist los? 10% Mediti morgens hier auf dieser Route. Da ist es doch. Weil langsam geht mir das auf den Keks, ja. Aber das mit den Geistern hat irgendwas nicht gestimmt. Vielleicht braucht man da noch irgendeine andere Voraussetzung, weiß der Geier. Hier sieht man es gar nicht so sehr. Zwiebel auf dem Kopf. Hyperball. Aber es macht Spaß, Hyperbälle zu werfen, weil wir haben jetzt wieder so viele. Ich guck schon weiter. Beim nächsten steht nämlich Kraterberg, Eingang Route 207, morgens 10%. Das ist doch hier direkt in der Nähe. Trainiert tief in den Bergen, erhöht es seine spirituelle Kraft durch Meditation, kann es schweben. Ja, viel Spaß damit. Schweben. So ist das Leben eben. Und es wird Regen geben. Beim Schweben. So, hier wollen wir hin und hier müsste es zu 10% jetzt Gronkh geben. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Gronkh. Die Weiterentwicklung von Spoink. Die gibt's hier. Hallo Ditto. Coole Socke. Am Kraterberg, das merke ich, da sind wir ziemlich wenig. Weil, ja. Weil ich mag keinen Kraterberg, nee. Sorry, Leute. Gronkh. Schlag. Erholung, warte. Okay, da bitte. Hast du halt noch eine Statusveränderung? Da kommt doch Freude auf. Das ärgert mich echt mit Trifflon und so. 2, 3, 4. Gronkh wurde gefangen. Klasse. So. Mit schwarzen Perlen verstärkt es seine Psychokräfte. Mit einem Tanz kontrolliert es seine Gegner. Gegner. Okay. So, jetzt wird's schwieriger. Ich muss immer auf meinem... Ich habe rechts immer so ein Google-Dokument. Nee, Wordpad. Was ist schon ein Google-Dokument? Oh Gott. Alte Villa Speisesaal. Was? War das alles, die wir morgens fangen können? Warte, ich gucke mal ganz kurz. Dioxys Rayquaza Crowdon. Metang. Das ist aber egal. Das ist egal. Nur Triftlon, nur noch. Kreunkhammer, Meditihammer. Aha, aha. Für Stollos. Für Stollos müssen wir auf die Eiseninsel. Ja, dann los. Aber wir müssen jetzt wirklich schon langsam mit der Lupe suchen. Wir haben bald alle. Hey, Freunde. Es geht ab. Wir gehen ab und zwar wie ein Zäpfchen. Jing Jing. Na na na. Bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Da muss ich mich halt wirklich offscreen mal mit beschäftigen mit dem Triftlon-Phänomen und vor allen Dingen ihr Schuppet. Wir haben keine anderen Angaben bezüglich Schuppet. Die muss es da geben. Aber irgendwas habe ich falsch gemacht.
So, Eiseninsel. Gibt's auch mehrere Räume. Werden wir auch noch nicht ganz fertig sein. Komm, mach Schutz. Komm, mach Schutz, weil bis wir da sind. Dauert das. Hier gibt es auch ein paar legendäre Pokémon, oder? Glaube ich zumindest. Ah, siehst du, sind schon wieder falsch. Bam, 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 bam. So sieht's aus. Der Eisenraum, Aufzug runter, rechts. Das ist eine Sackgasse. Eiseninsel, Stahlraum und Stolos. Wo wir eigentlich auch hätten weiterentwickeln können. Ne? Schon. Komm, bleib lieber hier so. Ja, hier bleiben wir. So. Achso, ich habe noch Schutz an. Oh, mach deinen Schutz weg. Und jetzt 10% Chance auf Stolos. Hallo Diktri, wie geht's dir? Oh. Sicher, dass es ein Eisenraum ist? Obwohl, so viele Eisen-Pokémon gibt's halt nicht. Lepomentos. Hallo, schön dich zu sehen, du. Komisches Etwas, was ich nicht leiden kann. Diktri. Oh, und die wollen immer kämpfen. Was soll das? Ihr seid doch wahnsinnig. Ihr seid doch lebensmüde. Kriegt ihr halt. Da, bitte. Nein, 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 nein. 10%. Stolos, Stolos, Stolos. Hey, wir konnten flüchten vor Diktri. Wir wissen jetzt, wo der Haken hängt. Sieht eher aus wie ein Boden-Pokémon-Raum, ey. Aufzug runter rechts. Ernsthaft? Ich. Nidoking, was geht denn ab hier? Stahl, boah, da habe ich mich irgendwie schon wieder vertan, glaube ich. Ah. Eiseninsel, Stahlraum. Stahlraum, Stahlraum. Aber ich habe mir aufgeschrieben, unten rechts. Aber wie wir merken, sind hier nur Boden-Pokémon. Verdammt. Vielleicht habe ich auch links und rechts verwechselt, ja. Rechts ist da, wo der Daumen links ist, deswegen, ich glaube, Registeel haben wir hier gefangen. Das sieht schon viel eisenmäßiger aus, ne? Stahlmäßiger. Ja, deswegen wird Stolos auch hier sein. Das ist. Magneton! Magneson wäre auch ein Pokémon, was ich gut hätte trainieren können. So. Ich will's wissen. Ich will hier Stolos haben. Wir checken ab jetzt 20 Pokémon aus. 1 Flunkiefer. Welches verdächtig oft hier aufkreuzt. 2 Stolos. Na bitte. Oh Mann, was soll ich denn damit machen, ey? So. Aber noch Schutzschild, ey. Hilfe! Okay, mach. Finsterball? Mach Finsterball, komm! Trau dich! Okay. Puh, Schutzschild. Paralyse? Kann man den paralysieren? Oh, Risikotackle. Donnerwelle! So, paralysieren kann man dich schon mal. So. Ja, also wirklich angreifen will ich dich nicht. Dann mache ich Hyperball. Hyperball. Nee, will nicht. Nee, will nicht. Na also, Stolos wurde gefangen. Nee, bei dem Kerl, da habe ich. Fehlt mir die Geduld. So. Stolos, Stolos, Stolos. Auf der Suche nach Eisen, seiner Nahrung, gräbt es mit seinen Stahlhörnern sogar Tunnel durch Felsen. Viel Spaß dabei. Jetzt muss ich wirklich mal hier ein bisschen aufräumen. Camtasia beiseite. Mal gucken, war noch was in der Eiseninsel? Bodenraum. Ja, Crowdon, toll. Crowdon suche ich jetzt nicht. Ansonsten haben wir im Moment nichts mehr auf der Eiseninsel. Bamberam. Deswegen machst du Topschutz und wir entkommen. Hoffentlich. Ja, ihr seht schon, das ist jetzt wirklich eher zusammengekratzt momentan mit dem Pokémon, weil wir schon so gut wie alles haben. Inzwischen hat er wartet immer noch, dass ich ein Riolu-Ei annehme. Da kannst du lange warten. Und ja, haben wir nicht hier Jirachi gefangen? War das hier? Ich bin so ein alter Mann. Aber nach all den Parts, Freunde,
Wäre es nicht schlecht, wenn Pokémon Bloody Bloody langsam sein wohlverdientes Ende bekommt. Ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt weitermache. Lugia Raikou. Capoeira. Nee, 5% ist mir zu wenig. Nachts, Lomprero tagsüber, Planas nachts. Kühnheitsufer, da ist der nächste. Und zwar Letterking mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Ansonsten sehr viel nachts. Also morgens haben wir schon fast alles, aber Letterking gibt es nur morgens. Es ist doch dieses verdammt starke Pokémon mit enorm starken Werten, welches aber nicht so richtig gehorcht. Ne? Das hat seinen eigenen Kopf. Es wehrt sich oft, Letterking. Weiterentwicklung von... ich weiß es nicht. Dritte Generation halt. Sind wir hier schon am Kühnheitsufer? Hä? Muss noch mal gucken, gerade. Kühnheitsufer? Route? Okay, da waren wir schon richtig. Ich habe mich erst geärgert. Oh, kommen im Gras schon wieder die Pokémon, aber hier sind wir ja genau richtig, Mann. So, 10, ja. Oha, ja, im Let's Play vom Let's Player Ado. Weiß nicht, ob er es nur privat macht oder auch Let's Played. Da bin ich in der Tat ein Knuffenser. Ich hoffe, ich werde zu einem wunderbaren Satzinia weiterentwickelt. Das ist ja wohl das Mindeste. Wenn ein Knuffenser nach mir benannt wird. Ich will wenigstens Satzinia sein. Hallo, Letterking. So. Bezierze. So ein alter, dicker Kerl will mich bezierzen. So, Hyperball. Ich habe Angst, dass er irgend so eine komische Attacke macht, deswegen mache ich den nicht auf 1 KP runter verletzt. Das Pokémon hat sich befreit! Angebe! Strebe! Na toll. Dann machen wir jetzt folgendes. Verwirrung muss weg, weil wir wechseln, gell? Zu Edeball Tank. Voll die Betonung. Edeball Tank. Faulenzt. So. Edeboltec. Nee, paralysieren sollst du. Ich bin manchmal so mit dem Gehirn bin ich auf Planet Pluto. Obwohl, da hieß es nicht, der ist kein Planet mehr. Egal. Dann bin ich halt noch weiter weg. Bezierzer. Na, wie viele Leute haben euch schon bezierzt, während sie in der Nase gepobelt haben? Mit Stil. 1, 2... Ja! Faulenzt. So, komm. Da bleibt uns kaum was anderes übrig. Hier, zack, zack, zack. Also, Letterking wurde gefangen. Vielen Dank. Bummels! Bummels ist seine erste Stufe. Das faulste Pokémon der Welt. Wenn es faulenzt, sammelt es in Wahrheit Energie, um zuzuschlagen. Ja, sogar fauler als Relaxo, ne? Aber Relaxo hat einfach nur mit seinem Gewicht zu kämpfen auch. Und der schläft halt ein. Der ist nicht faul. Er hat ein Schlafproblem. So, wen haben wir noch morgens? Nachts, Triftlon morgens. Ambidiffel immer, Roserade nur tagsüber, Deoxys haben wir doch. Rayquaza, nein. Bizarre Höhle Hauptraum. Schuppert morgens wegen Triftlon, hat nicht funktioniert. Noctuska nachts, Kreuenkammer. Stolleshammer, Mediti Hammer nachts, Letterking Hammer, Knilzhammer. Dann haben wir alle, bis halt eben auf Triftlon, der irgendwie nicht erscheinen will. Dann gehen wir jetzt... Boah, wo war das denn? Ich glaube, das war hier. Und zwar wieder in den Raum der ganzen Fossilien. Denn da gibt es noch ein fertiges Fischfossil. Relikant. Sehr elegant. War, glaube ich, ziemlich seltenes Pokémon, aber in Bloody Platin eine 40% Rate, wie ich sehe. Ja. 40% beim Angeln hier hinten. Quapo setzt Zertrümmerer ein, so wollen wir das sehen. Okay. So. Eine normale Angel. Und jetzt eine 40% Chance. Falls ihr euch erinnert, in diesem Raum sind nur die ganzen Fossilien aufgekreuzt. Kabuto und. Und das nenne ich mal ein First Try. Da haben wir Relikant. Okay, ist eine 40% Rate.
Ja, da freue ich mich natürlich. Du bist wirklich ein ausgestorbener Fisch. Und ein ausgesprochen hässlicher noch dazu. Entwickelt er sich eigentlich? Also hier draufstehen habe ich erstmal nichts. Ich glaube nicht, oder? Entwickelt sich nicht. Armes Etwas. Armes Etwas. So, als nächstes möchte ich auf Route 213 gehen. 213. Danke für Relikant. Tiefseeforscher fanden dieses seltene Pokémon, das sich in 100 Millionen Jahren nicht verändert hat. Und wer hat das nachgeprüft? Hä? So, ich will wieder weg. Lass mich wieder weg. Es ist so, wir tun echt für ein Pokémon einen Ort besuchen. Das tut mir leid, aber dafür haben wir bald alles. Das ist wirklich wahr, Freunde. Wir haben es bald. Eine Entwicklung habe ich noch vorbereitet. Ja, eigentlich zwei Entwicklungen habe ich vorbereitet, aber Dragoran haben wir ja wild gefangen. Deswegen LOL, ne? LOL. Oh, nix. 213. Wo ist Route 213? Das artet ja hier in Arbeit aus. Das ist Route 213. Ernsthaft? Okay. So, ist mir aufgeschrieben. Route 213. Route 213. So. Na, ich habe immer noch die Angel. Na gut, dann lassen wir es. 60% Fangrate kommt jetzt. Und zwar über ein Pokémon, was ich eigentlich schon haben wollte. Wenn ich ein bisschen schlauer gewesen wäre, hätte ich es auch schon. Aber ich war dumm und verpeilt. Na du Angler, pass auf, jetzt haben wir den noch nicht besiegt. Sei nicht schüchtern, geh zu den Leuten und sprich mit ihnen. Das gilt allerdings nicht für mich. Okay, ich lasse dich schon in Ruhe. Lass mich ein bisschen angeln. Wir suchen Mantirps. Mantirps wollten wir schon züchten mit einem Mantax-Ei, das haben wir getan. Aber aus dem Ei ist nicht Mantirps geschlüpft, sondern Mantax. Ein neues Mantax. Ich hatte sogar zwei Eier davon. Eins habe ich dem Züchter überlassen. Das war wirklich nicht schön. Ich hätte Mantax Wellenrauch geben müssen. Und dann wäre ein Mantirps dabei herausgekommen. Das können wir immerhin noch tun. Oder hier beißt man etwas an und dann besteht die 60% Wahrscheinlichkeit, dass Mantirps am Start ist. Aber der Streit mit diesem ekligen Kerl, der mich anstarrt, verscheucht wohl die ganzen Mantirps. Wie ist was anderes? 60% Rate und es kommt was anderes. Das ist doch so typical mal wieder. Hau, komm schon! Ausrufezeichen, komm! Ausrufezeichen haben heute Urlaub, wie es scheint. Ah, ziemlich spät eingezogen. Aber ich glaube nicht, dass das relevant ist. Oh, ey. Krass. Kann man nur so Pech haben. Jetzt mit Speed. Da reicht es. Yep. Und... ein Shiny! Das ist ein Shiny! Was zum... wir haben einen Shiny gefunden, Mensch. 110 Parts hat es gedauert. Zum ersten Mal in meinem Leben finde ich einen Shiny. Komm, das sacken wir ein, oder? Ein Shiny Corazon. Ich habe das schon gesehen. Ich habe zwar eben noch Speed drauf gehabt, aber ich habe gesehen, wie das auch geschimmert hat. Das ist ein echtes Shiny. Wie geil. Ja, dann kommst du natürlich mit mir. Das freut mich. Komm, Druckschlag. Toll, geil. Das freut mich echt. Ich habe noch nie in meinem Leben privat gezockt oder so. Noch nie hatte ich ein Shiny. Und jetzt live mit euch. Ja. Jetzt hör auf da. Hör auf. Egal. So, vielleicht geht's ja. Corazon ist ja nicht der Nabel der Welt. Wenn gleich es mich wundert. 1, 2, 3, 4. Vor allen Dingen mit Angel. Und Shiny. Wie episch. Ja, ich freue mich. Nein. Oh, kein Pokédex-Eintrag. Bin ich gar nicht gewohnt, ey. Trotzdem hätte ich jetzt gerne meinen Mantirps, wenn's geht. Ja, und es ist... krass.
Shiny. Ach Gott. Für die, die es nicht wissen, die kommen nur extrem selten vor. Haben eine andere Farbgebung und so. Und ist eigentlich unglaublich. Unmöglich. Aber wir haben eins. Corazon, eines der unbrauchbarsten Pokémon überhaupt. Ja, mal wieder geht hier alles schief. Dieser Part raubt mir echt die Nerven. Ja, wie Mantax? Ich will Mantirps! Hä? Dauert nicht mehr lang, hey. Dauert nicht mehr lang. Da, da, da. Echt jetzt? Noch dreimal angeln. Und da ist Mantirps dabei oder wir werden reagieren. Nein, da will niemand. Na komm, nicht dreimal angeln, sondern noch drei Pokémon. Was meine ich damit? Wie geil. Also mir ist schon aufgefallen, dass mit Superangeln und so erheblich häufiger die Pokémon anbeißen. Aber ja. Das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe hier. Mantirps, 60% auf dieser Route. Aber nein, es kommt Corazon. Na komm, noch zwei, fertig aus. Und dann werde ich halt nochmal züchten. Mit Wellenrauch. Und dann ist hoffentlich alles in Ordnung. Wehe, wenn nicht. Boah! Was zum... Mann, ey. Schon wieder Corazon. Und jetzt das letzte Pokémon. Auf! Das letzte... Dass hier nicht mal die Nerven versagen, Leute! Ich bin schnell eingezogen. Trete näher, er ist kürzer als du denkst. Mann, der allerletzte Versuch. Mantirps oder nicht? Das ist die Frage. Aber dass Mantax kommt und Corazon so oft, da stimmt schon irgendetwas nicht. So, letzte Chance, letzte Chance, letzte Chance. Nein, irgendwas habe ich hier... irgendwas stimmt hier nicht. Puh, also es ist doch ein bisschen fieser, als ich dachte. So, pass auf. Flori? Nein. Trost du war's. Ja, natürlich, Trost du. Zack, zack, zack. Kein Erbarmen, kein Erbarmen. Okay, dann züchten wir halt nochmal, also Mantax darf nochmal mit Ditto spielen. So, hier, machen Abflug. So. Und du gehst mal kurz und du gehst auch mal kurz. Ich hab gleich mehrere Pläne. Bewegen, pass mal auf. Ah, schon wieder so ein Durcheinander, Mann. Nehmen. Dann machen wir das ganz kurz hier. Dragonier. Und Dragoan. So, ist das nicht schön? Dann haben wir hier Owei. Blub, 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 blub. Außerdem Knilz. Der blöde Pilz. Dann haben wir hier Midichi. Aber da sehen wir schon, dass wir wieder einige gefangen haben in diesem Part, ne, oder? Schon. Also, ich kann mich gar nicht mal beklagen, eigentlich. Ja, Box 13 voll. Stolos. Trägt einen Granitstein. Muss die ganzen Pokémon für Items tragen, darum kümmern wir uns dann auch zu gegebener Zeit. Mhm. Relicant kommt hier hin. Weil dich will ich. Boom, 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 in die legendäre Box schaufeln und stattdessen Manaphy entfernen. Tut mir leid, aber du bist nicht so legendär, wie du tust. Hier, bum, bum. Und dann ist das jetzt hier mein Teammitglieder-Box. So. Teammitglied. Bum, bum. Ihi, ganz pink, rosa, wie auch immer. Eieiei. Blub, blub, blub.
Da haben wir nochmal unser Shiny Corazon. Das müssen wir mal anschauen hier. Achtung. Ja doch, das ist ein Stern. Das ist definitiv ein Shiny. Alter, schon geil, ne? So, Mewtwo, du hast auch noch einen Platz. Und zwar... bist du... ey! Nicht so schnell. Hier kommst du hin. So, wen wollte ich? Ich wollte Mantax. Ist der hier irgendwo? Ist der zu sprechen, Mr. Mantax? Wir haben ja zwei Stück. Einen auf Level 1. Und halt einen anderen. Aber das ist ja denen egal. Das sieht aus. Das ist der dicke Mantax. Das ist dann gut, dann müssen wir nicht so viel bezahlen. Wenn ich Level 1 Mantax da in die Zucht gebe, dann geht der Punk ab, weil... jetzt Wellenrauch geben. Dann geht der Punk ab, weil das kostet dann, weil jedes Level Up kostet dann Geld. Ne? Wellen... haben wir's? Irgendwo? Wellenrauch. Da gibst du Mantax Wellenrauch. Hier, viel Spaß damit. Warum auch immer das zur Zeugung irgendwie erforderlich ist. Mhm. Jupp. Omi. Komm da, nimm noch mal, den kennst du doch schon. Und dann züchten wir uns einen Mantiaps. So, wir haben noch Lavita mitgenommen. Warum? Das ist eine sehr schwere Frage, die man nicht beantworten kann. Desputter haben wir schon, aber Pupita fehlt. Und ich hoffe, der kann selbst so weit kämpfen. Ich hoffe, der Level ist in Ordnung. Parasek. Oh, das ist schon schwer. Oh, guck, wie viel noch fehlt. Komm, dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Weil den kriegt er nicht down. Komm, gehen wir hier hin nach Zandgemme. Ja? Back to the roots. Da steht ja immer noch Lucia rum, wie Falschgeld. Und das wollten wir uns mal begutachten. Dam-di-dam-di-dam-di-dam. Es kommen keine Pokémon. Ausverkauft. Griffel, Level 4. Silberblick. Nee, das besiegt ihn nicht. Steinhagel. Oh mein Gott. Und es reicht. Wow. Weiterentwicklung. Pupita. Jetzt habe ich es ein bisschen mit dem Speeden gehabt, ne? Das war nicht so schön. Ich weiß. Tut mir leid, Freunde. So. Nächstes Pokémon. Schauen wir mal. Nachts. Tagsüber. Wir haben 9:18 Uhr. Das gilt schon noch als morgens. Route 211. Wo haben wir denn Route 211? Aha. So. Wir müssen, und das ist das, was mich verwirrt hat, weil das war irgendwie nie der Fall, in diesem Baby-Pokémon-Bereich des Kraterbergs gibt es auch Vonera, das uns noch fehlt. Und da hatte ich schon vermutet, dass es da ist, und es ist wirklich da. Taucht immer zu 10% auf. Und ich hatte irgendwie kein Glück dabei. So. Dann machst du halt hier rein. So. Bisschen zu viel abgelegt, hätte gar nicht sein müssen, egal. Zap, zap, rapapa. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Tut mir leid, Logok. Dum, dum, da, da, dum, dum, dum. Vonera, Vonera. Kennen wir Chicken Pizza hat. So. Angel? Nein. Lass die blöde Angel Angel sein. Und steig mit mir ins Geschäft ein. Wow! Stylisches Bike, oder? Warum zwinge ich mich hier durch? Das gibt's gar nicht. So, hier waren wir schon 1000 Mal. Hier gibt's die Baby-Pokémon. Aber ich will Vonera. Fluffluff. 10% Rate. Und wie bei allen anderen eigentlich auch, ne? Das ist nur irgendwie verdammt Pech. Nobody knows. Zweimal Fluffluff. Zweimal Pi. Pi mal Daumen. Okay, jetzt ist nicht mehr lustig. Kusilla. Pfui, pfui, pfui. Da haben wir doch Vonera. Was ist denn eigentlich euer Problem? Warum ist Sherox nicht vorne? Fällt mir gerade auf. Vonera, die Vorstufe von Shanera, entwickelt sich dann noch zu Hytera, aber die Weiterentwicklung haben wir alle schon.
Auch das hätten wir züchten können, theoretisch. Wenn wir das jetzt überhaupt nicht gefunden hätten, Schonera zum Züchter mit Ditto. Und zack, ist der Fisch rasiert. Das war mir so klar gerade. Das war mir so klar. Besiegt mich dieses Bonera noch, hä? Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh, Level 25, echt eine Marke. Ich glaube, das entwickelt sich auch nur mit Sympathie. Oder schon näher zu Hightera auf jeden Fall. Entwickelt sich nur mit Sympathie. Und es ging mir auf den Keks. Dass meine Untergebenen Sympathie empfinden müssen. Nee, nee. So, Vonera. Hat immer einen kleinen Felsen bei sich. Wandelt zwischen den Füßen anderer, was diese stolpern lässt. Ein Felsen? Also das ist gar kein Ei und das tut eigentlich schon eher einen Felsen bemuttern. Na gut. Freunde, das war's für diesen Part. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Im nächsten Part machen wir weiter und sammeln die ganzen Pokémon, die man nur bei Nacht fangen kann. Und dann sind wir in Richtung Ende. Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.